Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute hier wieder im neuen Bio-Junghennen-Aufzuchtstall der Familie Krüssel. Letztes Mal hatten wir hier die Stalleröffnung feierlich gefeiert und jetzt ist es endlich soweit. Gestern sind die ersten Küken aus der Abobo-Bio-Brüterei angekommen. Und wir möchten euch einmal zeigen, worauf wir heute hier bei den Küken besonders drauf achten und wie wir das bei Abobo so machen. Ja, Henning, wie war's? Wie war der Moment, endlich die Küken hier im Stall zu sehen? Ja, man kann sagen, also die Tage davor mit Vorbereiten hier, doch die Freude stieg. Man war aufgeregt, aber die Freude hat doch überwiegt, dass das endlich jetzt losgeht. Nach dem wirklich erfolgreichen Tag der offenen Tür sind die letzten Vorbereitungen abgeschlossen worden. Und doch, wo gestern die ersten Kisten reingeschoben worden sind und eingestallt worden sind, war ein schöner Anblick und ist immer noch ein schöner Anblick. Ich glaube, die Arbeit wird hier wohl viel Spaß machen. Ja, freut mich. Hört sich doch gut an. Ich finde, hat auch super gut geklappt. War ein gutes Teamwork, muss man einfach so sagen. Wir waren 5 Leute, eine Stunde war die Arbeit erledigt. Das hat super geklappt. Ja, doch, das war alles mit guter Organisation und Planung sehr gut durchzuführen. Ja, nachdem dann die Küken hier gestern eingestallt worden sind, ist mit dem Einstallen die Arbeit ja hier nicht getan, sondern dann fängt die richtige Arbeit an sich noch an. Also sprich, man muss die Tränklinien hier auf passende Höhe einstellen, schauen, ob der Wasserdruck richtig ist, also dass da nicht wirklich ein Strahl rauskommt, sondern dass das Wasser tropfenweise rauskommt. Schauen, dass auch durchgehend genug Futter auf dem Kükenpapier ist, sodass man den Tieren das Eingewöhnen so angenehm wie möglich macht. Also dass sie durchgehend Wasser haben, durchgehend Futter haben. Ja, auch die passende Temperatur hier im Raum von knapp 35 Grad eingehalten werden. Das kontrolliert man dann nach dem Einstallen noch häufiger. Ja, hofft, dass die sich gut eingewöhnen und ja, Futter angenommen und Wasser angenommen wird. Wir verwenden in der Junghennenaufzucht ein Futterprogramm, was 4 Phasen enthält. Jede Phase dauert ungefähr 4 Wochen und in der ersten Phase wird den Küken ein Krümelfutter angeboten. Das hat eben den Vorteil, dass die Inhaltsstoffe im Futter im Gegensatz zum Mehl komprimiert sind und einheitlich von den Küken aufgenommen werden, was dazu führt, dass die Küken gleichmäßig wachsen und eine hohe Uniformität erzielt wird. Circa 2 Stunden nach der Einstellung der Küken haben die Küken die Temperatur im Stall angenommen. Und dann ist es ganz wichtig, dadurch, dass die Küken die Temperatur nicht selber regeln können, wie zum Beispiel ein Hund, der das über die Zunge erledigt, dass wir regelmäßig die Temperatur des Kükens messen und somit unsere Raumtemperatur einstellen. Das macht man wie folgt. Man nimmt sich das Küken und misst in der Kloake mit einem Fieberthermometer die Temperatur. Optimal 40,2, liegt genau im Sollwert zwischen 40 und 40,5. Hier an den Druckminderern, die sind zuständig für die Tränkelinien, dass wirklich der Druck passend auch so eingestellt ist, weil, wie vorhin erwähnt, dass das Wasser nur als Tropfen aus den Tränkenippeln rauskommt. Und diese kann man in der Höhe verstellen. Die muss man etwa auf Höhe der Tränkelinien einstellen. Und über diesen Ball sieht man den Druck in der Wasserleitung. Und hier über diesen roten Drehregler kann man den Druck dementsprechend einstellen, dass man wirklich auch an den Tränken kontrolliert, dass das Wasser nur tropfenweise aus den Tränkelinien rauskommt. Zusätzlich achten wir darauf, dass die Tränkenlinie regelmäßig gespült wird. Das hat folgenden Grund. Wir wollen den Küken immer kühles, frisches Wasser zur Verfügung stellen, weil abgestandenes, warmes Wasser hat hohes Potenzial für Keime und Bakterien. Deshalb spülen wir regelmäßig und hier in diesem Stall ist das alles automatisch geregelt. Und wir können am Computer die Zeiten für die Spülung einstellen. Bei diesem Stall haben wir uns dafür entschieden, Gaskanonen mit einer indirekten Verbrennung einzusetzen. Das hat den Vorteil, dass im Vergleich zur direkten Verbrennung keine verbrauchte Luft im Stall ist und die Abgase abgeführt werden. Und dazu kommt zusätzlich, dass man die enorme Lautstärke, die eine Gaskanone mit Direktverbrennung hat, nicht hier im Stall ist und das Ganze fürs Personal sowohl von der Luft wie als auch von der Lautstärke deutlich angenehmer ist. Und damit wir die Luft hier im Stall ordentlich verteilen, haben wir vor die Gaskanonen überall noch einen Umlüfter gesetzt, damit die Luft regelmäßig hier umgewälzt wird und an jeder Stelle im Stall die gleiche Temperatur herrscht. Je nach Kundenbestellung werden unsere Aufzuchten geplant und das kann auch dazu führen, dass wir zum Beispiel in einem Stall, wie es hier der Fall ist,
zum Beispiel zwei Rassen aufziehen. Wir haben hier in einem Abteil, wie man auf dem Video gerade sieht, die Isabel-Küken. In den anderen Abteilen finden wir die Dekalb-Küken. Und diese sind hier räumlich getrennt und können dann später zum Kunden getrennt ausgeliefert werden. Ja, in den ersten Tagen, wenn die Küken im Stall sind, packen wir ein- bis zweimal am Tag noch zusätzlich Futter aufs Kükenpapier, um den Küken einen möglichst guten Start zu bieten und sorgen dafür, dass sie niemals wirklich Hunger kriegen. Ja, wenn ihr weiterhin erleben wollt, wie die Küken groß werden, wie sie sich hier wohlfühlen, dann schaut weiter bei Geflügel-News nach. Wir kommen regelmäßig mit Videos und Bildern und zeigen euch die Aufzucht, wie diese abläuft, bis die Tiere wieder unseren Stall verlassen und dann in den Legehennenstall eingestallt werden. Dankeschön.